Meine Damen und Herren, dann schalten wir gleich mal nach Moskau zu Demjan von Osten. Also der Bundespräsident hat es auch gerade gesagt, die eine Eskalationsstufe ist gestern Abend gezündet worden, die zweite steht noch aus, also die Stationierung von Truppen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Informationen derzeit von Seiten der Regierung. Man will Truppen reinschicken, man sagt, man stationiert sie aber nicht. Was ist da der neueste, was ist die neueste Lage in Moskau? Ja, es gibt unterschiedliche Informationen. In Donetsk, einer dieser beiden Separatistenrepubliken, hat sich ein Vertreter des dortigen Parlaments, Volksvertretung, wenn man das so nennen möchte, gemeldet und hat gesagt, russische Truppen würden sich längst auf Positionen im Süden und im Westen des Gebiets befinden. Das wurde aber hier von russischer Seite, dem wurde widersprochen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass russische Truppen ja nach all dem, was man weiß, sowieso schon längst da sind, schon seit vielen, vielen Jahren und auch schon gegen die Ukraine auf ukrainischem Territorium gekämpft haben, aber von Russland offiziell nie als solche bezeichnet wurden oder das nie eingestanden wurde. Und es jetzt um die Frage geht, wann wirklich ganz offiziell und vielleicht auch mit Kameras des staatlichen russischen Fernsehens im Gepäck dann die russischen Truppen in diese Gebiete hineinfahren. Ja, müssen ja auch noch die Verträge unterzeichnet werden, Freundschaft und Beistand. Aber das ist ja dann im Grunde genommen nur noch eine Formsache. Die andere Frage ist, gibt es eigentlich irgendeinen Widerspruch in Russland von offizieller Seite, also sagen wir politischer Seite oder auch von den Menschen auf der Straße, oder nehmen die das einfach so hin und sagen, okay, die Anerkennung von Lugansk und Donetsk, das ist bei den Menschen und in den Medien alles grünes Licht für Putin erkennbar? So sieht es zumindest aus, denn die allermeisten Medien sind ja staatlich kontrolliert und berichten im Sinne des Kreml. Die großen Fernsehkanäle haben beispielsweise alle gestern dieses Theaterstück, möchte man fast sagen, also diese Inszenierung einer Sicherheitsratssitzung mit anschließender direkter Unterzeichnung der Freundschaftsverträge, haben die großen Staatssender und staatsnahen Sender alle übertragen, 1:1, auch ohne Einordnungen. Und natürlich, wenn man mit Menschen hier spricht, insbesondere mit jüngeren Menschen, die machen sich Sorgen, wohin das führt. Aber beispielsweise am Wochenende haben 6 Menschen versucht, gegen Krieg mit der Ukraine zu protestieren, zu demonstrieren, ein paar Schilder in die hochgehalten. Sie wurden sofort festgenommen von der Polizei. Und man hat es insbesondere den jungen Menschen, aber eigentlich insgesamt der Bevölkerung so unattraktiv gemacht, sich mit politischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen, dass die meisten Menschen sich dazu öffentlich einfach nicht äußern und nichts unternehmen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, das kann nur für einen selber schlecht enden. Das haben wir selbst in der beobachtenden Position in der Vergangenheit lernen müssen, dass man da in Russland sehr rigoros ist. Der Punkt wird aber dann irgendwann auf die Russen zukommen, wenn die Sanktionen greifen und das nicht nur die Oligarchen betrifft oder die politische Elite, sondern eben auch die Bevölkerung. Man sieht jetzt, dass die russische Regierung noch relativ gelassen reagiert auf die Ankündigung, jetzt dann doch eben auch aus Berlin. Nord Stream 2 wird erst mal eingefroren, das ist das eine, aber da kommt ein ganzes Sanktionspaket. Was bedeutet das für Russland und für die Menschen und für das ganze Land insgesamt? Ja, für die Menschen bedeutet das, dass sie womöglich dann auch indirekt unter den Sanktionen leiden. Da wissen wir ja noch nicht ganz genau, wie die aussehen. Aber ich habe schon von Menschen gehört, die jetzt überlegen, ihre Ersparnisse erstmal abzuheben vom Bankkonto und in Euro umzuwandeln, in der Hoffnung, dass das eine sicherere Anlage wäre als etwa der Rubel. Das dürfte die Menschen treffen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Umfragen zeigen in Russland, dass die staatliche Erzählung, der Westen sei an der Eskalation schuld, durchaus Früchte trägt. Eine große Mehrheit ist der Meinung, dass die aktuelle Krise auf Tätigkeiten, Handlungen der NATO und der USA zurückzuführen ist und haben so gut wie keine Kritik an der aktuellen Führung. Und das ist sogar noch mal heftiger in der Deutlichkeit als bei anderen kontroversen Themen, wie beispielsweise, wenn es um den Kreml-Kritiker Nawalny geht, dass sogar auch jüngere Menschen, die sich über das Netz informieren, am Ende sagen, ja, das ist doch, die NATO ist doch tatsächlich an unsere Grenzen herangerückt. Und das dürfte in der Bewertung der Sanktionen am Ende eine Rolle spielen. Der russische stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats und frühere Präsident Dmitri Medvedev hat das gestern formuliert in der Sicherheitsratssitzung und sagte, ja, das werde schwierig werden für Russland, das werde hart werden, aber am Ende werde man das irgendwie schaffen, denn man habe ja mittlerweile schon Erfahrung
Millionen mit Sanktionen gesammelt. Ja, und damit sehen wir, die Erzählung der Regierung und Putins klappt anscheinend bislang. Ich sage für heute Dankeschön für die Einschätzung, Demian von Osten. Danke nach Moskau.